Zeitung. Die direkte Welle hatte ich gerade erklärt, ebenso wie die Bodenwelle. Die dritte Möglichkeit ist nur eine Raumwelle, wie sie fast auf dem Tag genau vor 100 Jahren entdeckt wurde. Unter Raumwelle versteht man generell die Ausbreitungsart, in der Funksignale im Gegensatz zur Bodenwelle nicht der Krümmung der Erdoberfläche folgen, sondern in den Raum hinaufgehen und nach großer Distanz durch Schäfchenzonen an der Ionosphäre wieder zur Erde zurückgelangen. Wenn Sie diese Sendung von Radio DRC über eine unserer Kurzwellen hören, dann geschieht das natürlich über die Raumwelle. Die Ionosphäre der Erde besteht aus mehreren Schichten leitender Gase zwischen 100 und 400 Kilometer Höhe. Diese sind in der Lage, ausreichende Funksignale zu reflektieren. Wobei ganz schön gesehen ist das keine Reflexion, die an einem Spiegel, sondern eher eine Fläche, physikalisch als Refraktion bezeichnet. Im Ergebnis ist das aber egal, denn Funksignale werden einfach zur Erde zurückgeworfen und ermöglichen damit erst höhere Reichweiten, eigentlich um den gesamten Erdball herum. Kein anderer Frequenzbereich weist eine solch große Reichweite auf wie die Kurzwelle. Im gesamten Spektrum von 3 bis